Ja, liebe Freunde, ich bin hier im Landgasthaus in Obertal, wo wir eine Dependance einrichten zum Aufnahmelager in Lebach. Das Land, das Innenministerium, wird mit dem Betreiber dieses Hotels einen Vertrag schließen, sodass es möglich ist, hier bis zu 120 Flüchtlinge aus der Ukraine vorübergehend unterzubringen. Gleichzeitig ist es auch möglich, über Obertal hinaus auch das Hotel, die Landpartie in Wiesen zu nutzen. Dort können weitere 50 Menschen untergebracht werden. Mir war es wichtig als Landkreis, dass wir dem Land, dem Innenministerium anbieten, eine solche Dependance im Landkreis St. Wendel einzurichten. Denn das Lager in Lebach ist überfüllt. Das Lager in Lebach wird nicht in der Lage sein, noch mehrere hundert Flüchtlinge aufzunehmen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine richtige Strategie, in jedem Landkreis eine Dependance zu gründen. Eine Dependance, wie wir sie hier in Obertal haben. Wenn also Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen, in Lebach registriert sind, dann hier nach Obertal kommen und hier untergebracht werden. Und hier können sie dann eine Woche, vielleicht auch etwas mehr bleiben, bis wir mit den Gemeinden zusammen geklärt haben, wohin sie dezentral in die Gemeinden dann in Wohnungen einziehen können. Denn es ist nicht umsetzbar, dass wir die Flüchtlinge direkt von Lebach in die Gemeinden fahren. Das würde die Gemeinden überfordern, sie direkt auch unterbringen zu können. Und deswegen haben wir hier eine wirklich sehr tolle Lokalität mit vielen neuen Zimmern, in denen ja insbesondere die Frauen mit ihren Kindern, die zu uns kommen, eine tolle Unterbringung haben. Hier können sie erst einmal ankommen in unserer Region. Sie können das Geschehen ein Stück weit verarbeiten. Sie können versuchen, hier bei uns ein wenig Normalität zu erreichen und dann in aller Ruhe mit uns zu überlegen, in welcher Gemeinde kommen sie unter. Wir haben bis jetzt bereits 70 Flüchtlinge aus der Ukraine hier im Landkreis St. Wendel, meist auf privatem Wege. Und da ist es wichtig, dass jeder, der hier ankommt, auch registriert wird über Lebach, damit er auch Asylbewerberleistungen erhalten kann. Und dann erfolgt die dezentrale Unterbringung. Und wir werden jetzt am Mittwoch weitere 22 Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen, die auch jetzt schon allesamt, das ist mit der Gemeinde Nohfelden geklärt, dort in dieser Gemeinde untergebracht werden können. Die müssen also nicht erst den Umweg über Obertal machen, sondern können direkt in Nohfelden untergebracht werden. Und so stellen wir uns hier auf im Landkreis St. Wendel, um den Menschen zu helfen. Ich denke, das ist eine absolute humanitäre Verpflichtung, die wir haben, in diesem schrecklichen Krieg, in diesem großen Leiden der Menschen, den Flüchtlingen zu helfen und ihnen hier die Chance zu geben, anzukommen, eine neue Heimat zu finden, bis hoffentlich bald der Krieg zu Ende ist und sie vielleicht auch wieder zu ihren Angehörigen zurück können. Ich bin dem Betreiber hier, Zoe, sehr dankbar dafür, dass er uns diese Möglichkeiten bietet, dass er mit dem Land die Vereinbarung schließt, dass er die Einrichtung auch zunächst die ersten 3 Wochen kostenfrei zur Verfügung stellt. Es ist absolut Gefahr im Verzug und deswegen sind wir auf schnelle Lösungen angewiesen. Und insofern ist das hier eine großartige Sache und wir haben das heute inspiziert, wir haben es uns angeschaut. Ich denke, es sind optimale Bedingungen für die Menschen, damit sie nicht im vollen Lager Lebach bleiben müssen, 1 Woche, 2 Wochen, sondern direkt nach der Registrierung dann hier in die Region kommen, hier ein Zuhause finden und dann auch in aller Ruhe geschaut werden kann, wo im Kreis können wir sie unterbringen. Insofern ist es unsere Aufgabe, Tag für Tag neu zu schauen, wo müssen wir die Bedingungen verbessern, wo müssen wir nachjustieren. Es stellen sich viele weitere Fragen, die mit der Flüchtlingswelle auf uns zukommen. Wie stellen wir Kinderbetreuung sicher? Was ist mit den Schulkindern? Wie ist es mit der medizinischen Betreuung? Auch hier haben wir glücklicherweise in Obertal eine Ärztin, die ukrainisch und russisch spricht. Auch hier ist es möglich, in diesem Haus, hier im Hotel dann auch medizinisch zu unterstützen. Hier ist im Übrigen auch eine Teststation für Corona sowieso eingerichtet. Die kann genutzt werden. Hier kann auch geimpft werden im Zweifel. Also ich denke, das ist eine wichtige Unterstützung für das Land, für das Innenministerium. Und der Innenminister war und ist auch sehr dankbar, dass wir da recht schnell hier gehandelt haben. Und so hoffe ich, dass, wenn die Menschen hier ankommen,
sie sich bei uns wohlfühlen. Vielen Dank.